Hallo Freunde, da ist er wieder, euer Lieblingsmensch mit einer neuen Folge Tourette am Barett und ich bin angepisst, ein bisschen bin ich das, weil zwei Gründe, irgendwie meine WN8 stetig fällt und weil der Telekom-Techniker mich nicht angeschlossen hat. Also, Dean, lieber Dean, vielen Dank, ich bin immer noch über dein Internet drin und ich habe mir gedacht, heute spielen wir mal TDs, das ist meine TD-Garage, überschaubar. Panzer Selbstfahrer Fette 4C ist eigentlich ganz okay, level ich noch. Also sie ist eigentlich schon gelevelt, aber ich brauche noch 11% bei der Mannschaft. Dann die Stuck 3, das gleiche Spiel, brauche ich auch noch was bei der Mannschaft. So ein bisschen das Hauptprojekt, Objekt 704, oder da fehlen aber noch 270.000 Punkte. T28 Prototyp, da sieht es auch noch weit aus. Also eigentlich wollen wir ja hier hin und nicht hier, weil die Linie gehe ich glaube ich von unten an. Glaube ich. Ja. Der Fünfer von den Schweden, der IKV. Und ansonsten ein paar Premium-Panzer und was ich behalten habe. Also Hellcat und T67. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal die Panzer-Selbstfahrlafette. Ich hoffe, ich habe die noch nicht gezeigt. Ihr seht, mir fehlen noch 11%. Ich habe Schere und Tarnnetz drin und den Ansetzer. Lüftung geht nicht, wäre auch blöd. Ja, gucken wir mal, was da geht heute. Ja, als ich nach den letzten beiden Replays ein bisschen gespielt habe, ist mir aufgefallen, dass ich echt oft verloren habe. Und irgendwie teammäßig war es ganz schön kacke. So, wir befinden uns jetzt hier auf der Siegfriedlinie. Ist ein reines Tier-5-Gefecht. Darüber können wir vielleicht ganz glücklich sein. Wir starten mehr so im Süden. Es ist ein Verteidigungsgefecht. Ich überlege gerade, wo wir hingehen. Aber ich glaube, wir gehen einfach ganz nach außen. Die Panzer-Selbstfahrlafette 4C oder wie viele Leute sie auch nennen, den Toaster of Death, hat eine Durchschlagskraft von 194 bei 240 Schaden und ich glaube mit Gold Munition haben wir sogar 237. Das ist ein exorbitant guter Wert. Das muss man einfach sagen. Wo ist der scheiß Baum hier? Den legen wir erstmal um. Kann man da schon ran? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, der Richtkreis ist recht schmal, wie ihr vielleicht sehen könnt. Aber grundsätzlich finde ich den Panzer nicht schlecht. Er hat eigentlich so gut wie gar keine Panzerung. Muss man ganz ehrlich sagen. Der Chefi fährt da rum. Das ist wieder diese Suizid-Scout-Geschichte. Hier seht ihr einen T14, der kommt, Bishops und so. Also die Arti steht da. Immer schön aufpassen. Was der da macht, keine Ahnung, aber ich komme halt, glaube ich, auch nicht dran. Legen wir das mal hier um noch. Jetzt kommt er vielleicht mal hoch. Ja, guck mal. Wir dürfen ja auch nicht so weit vom Eck weg. Guck mal. Da haben wir jetzt schon ein Stück. Die da, ja. Falls die nochmal hochkommt, wäre das sehr gut. Oder der T67. Ihr wisst, wenn der Busch jetzt undurchsichtig ist, da, ihr seht es, 270er Highwall. Dann bedeutet es, ihr verliert den Tarnwert auch nicht von dem, wenn ihr schießt. Da ist der T14, der da rumkommt. Das ist natürlich ein Brett. Das ist ein Tier 5 Premium schwerer Panzer der Amis. Und wir schießen den daneben, das ist ärgerlich. Oh, guck mal, der T67, kommen wir an den dran? Der kommt auch den unteren Weg. So, wir ziehen uns jetzt ein bisschen zurück. Bring was Hartes zwischen uns und den Gegner. Und damit meine ich nichts Versautes, liebe Freunde. So. Der muss jetzt hier hochkommen.
Die Stuck wird für uns spotten. Und der T67 wird dann hoffentlich gleich aufgehen. Da ist er doch schon, oder? Ja. Nee, haben wir nicht gekriegt. Aber da hat die Stuck selber, der rote Mensch, seinerseits was gemacht. Jetzt warten wir drauf, dass der T14 da aufgeht. Der Norden sieht gut aus, die Mitte sieht auch halbwegs gut aus. Da ist er doch auch, oder? Kommst du hoch, Freundchen? Da müsst ihr ein bisschen spielen. Aber der will hochkommen, oder? Der kommt hoch, da ist er doch schon. Und ich glaube, wir haben entweder in den Boden geschossen. Jetzt müsste der nächste Schuss aber sitzen. Jawohl. So, und jetzt können wir unsererseits mal ein bisschen schauen. Jetzt müssen wir natürlich abwägen. Möchten wir uns von der Mitte empfehlen? Es steht 8 zu 4. Das ist mir übrigens auch aufgefallen, die letzten Spiele. Spiele, die ihr am Anfang echt haushoch führt, wurden dann noch... Aber eigentlich, guck mal, der T34 kommt da rein. Nee. Wir fahren zurück. Die wurden dann noch verloren. Komischerweise. Also, ich hatte wirklich strange Verläufe in den Gefechten. T34, 349. Also, wir kriegen den nicht mit einem Schuss kaputt. Jetzt hat der T67 ihm einen mitgegeben. Was bedeutet, er ist im One-Shot-Bereich. Da hinten ist die Matilda. Die ist sehr hart. Jetzt gucken wir mal. Ach. Ob er da ums Eck kommt... Wir erinnern uns, wir müssen verteidigen. Das heißt, wir müssen gar nicht eigentlich so weit raus. Hoffen jetzt, dass da der T34 einfach mal hier... Aber der wird jetzt kaputt gehen, schätze ich mal. Wollen wir den von hinten angehen? Da schlägt die Arti zu. 92 ist auf jeden Fall ein One-Shot. Sonst würde ich das nicht machen, denn ihr erinnert euch, was Schlimmste... Was man machen kann, ist gecircelt werden. So, die beiden Bishops. Was sagt uns das? Bishops. Die müssen nah ran. Das sind Britenartis. Die haben in den unteren Tierstufen relativ geringe Sichtweiten. So, die müssen hier irgendwo stehen. Weil sonst können sie auch nicht wirklich viel machen. Da ist er doch. Ah, die erste Kelle. Ich schätze mal, ich bin aufgegangen. Aber ich habe dringend an meiner WN8 zu arbeiten. Das bedeutet... So, jetzt haben wir noch irgendwo ein TD. Bleib einfach hier. Guck mal, was die Kameraden für mich aufmachen. Vielleicht steht er... Das war gut, SU-85. Das machst du gut. Vielleicht steht er da hinten. Das wäre jetzt so meine Vermutung, dass er da... Nee, er steht sehr mittig. Aber auch das können wir hoffentlich bedienen. Guck mal, da kriegt er schon den ersten. Und da durften wir aufräumen. So, und dann schätze ich mal, dass die andere Art, die da hinten irgendwo steht. Im letzten Eck komme ich leider nicht hin. Müsste eigentlich zum Beispiel bei dem Fahrzeug zu sehen sein. Seht ihr? Ja, immer auf die Kreise achten, auf der Minimap. Aber vielleicht habe ich ja Glück und er steht irgendwie näher als erwartet. Oder wo hat er sich versteckt? Das ist ein, jetzt gucken wir mal auf die Dings, 100 SU-122A. Das heißt, die ist nicht sonderlich fix. Also kann ich mir vorstellen, dass die auch nicht mitgefahren ist. Also, dass die irgendwo bei K89 steht. Komisch. Jetzt habe ich die Vermutung, dass die bei A1 steht. Und unsere Kameraden einfach vorbeigefahren sind. Das sind so die Plätze, wo die eigentlich stehen sollten. Hier, 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 hier. Das sind so die Plätze, wo sie stehen. Und eben, ihr habt es an der Bishop gesehen, da mussten sie stehen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil sie eine kurze Reichweite haben. Sie haben einen sehr steilen Winkel. Das heißt, ja, wie soll man es sagen, die schießen sehr steil. Das heißt, sie kommen auch gut hinter Häuser und so Hügel. Ganz im Gegensatz zu den sehr ungenauen Russen-Artis. Aber eben, die Reichweite ist sehr kurz. Ja, guck mal, die machen schon die Blindschüsse da hinten hin. Ich
weiß gar nicht, ob ich von dem Hügel hier jetzt dahinter komme, weil gleich wird die SU-85 da hinten sein. Ich glaube einfach, dass die da gut getarnt ist. Da kommen wir nicht hin, niemals. Vielleicht haben wir das Glück, dass sie die SU-85 weghaut. Und dass wir dann final noch, da ist sie doch. Seht ihr? Da hat sie auf die SU-85 geschossen. Ja, also das ist ein sehr ordentlicher Panzer. Er macht mir auf jeden Fall auch mehr Spaß wie andere schwere TDs. Wenn ich inzwischen jetzt mit meine 5er TDs angucke, würde ich glaube ich trotzdem den T-67 behalten, weil er einen Turm hat, weil er schnell ist, eine gute Dings hat. Aber die Kanone, die hat schon was. Also ja, wir haben 987 Schaden gemacht, 5 Kills. Das macht ihr halt, mit so einer dicken Kanone macht ihr halt auch Kills. Ja, wenn ihr 50% plus von den Lebenspunkten von dem Gegner weghaut, habt ihr gute Chancen, ihn zu finishen. Hier haben wir die Pax Cucci-Medaille bekommen, weil wir zwei gegnerische Selbstfallerfetten in einem Gefecht kaputt gemacht hat. Das ist meine 16. Bisschen Schaden ermöglicht haben wir. Ansonsten, was kam in die Tasche? 18.000, also wie gesagt, eigentlich ganz ordentlich. Thomas, du bist live. Der Thomas, Uffs-Job, den habe ich auch bei Odin kennengelernt. Der schreibt auch fast unter jedes Video. Also gucken wir jetzt nochmal rein, nachdem wir uns ein bisschen jetzt aufs Panzern konzentriert haben und die Runde ja ganz gut lief. Ich habe es ja gesagt, es ist eine Tier-8-Kanone, ein 5er TD der Deutschen. Also die Kanone 8,8 cm, das ist ja die tolle Kanone, die auch im Panther 8,8 drin ist oder im Jagdpanther 8,8. Hier ist sie auch drin. Schon in einem Tier 5 Panzer natürlich ein bisschen mehr Streuung, glaube ich. Aber wie gesagt, für Tier 5 absolut overpowered. Also overpowered will ich nicht sagen, aber es ist eine sehr starke Kanone. Es ist ein sehr ausgeglichener Panzer, der eben einfach einen relativ ordentlichen Tarnwert hat. Sichtweite ist okay, der keine Panzerung hat, aber dafür diese sehr starke Kanone. Ich mag sie. Sehr. Ja, Funkgerät, Pillepalle, ihr habt es selber gesehen vom Motor her, da sind 400 PS drin. Das ist die Reihe, die geht zum Nashorn. Das ist diese Reihe, wo sind wir denn jetzt da? Die geht hier runter Richtung Sturm Emil, Rheinmetall Borsig, WT auf Panzer 4 und dann der Grille 15. Und das ist ja dann hier eher die schwere Reihe von der Stuck, die zum Jagdpanzer 100 geht. Der gute kostet auch, glaube ich, irgendwas um die 900.000. Ja, Feuerkraft habt ihr gesehen, Panzerung, ihr seht 7. Also Beweglichkeit ist sehr hoch, er ist sehr agil, Tarnung müsste eigentlich auch in Ordnung sein. Ich habe natürlich die Mannschaft hier auf Tarnung geskillt und Aufklärung 425 Meter Sichtweite. Ja, jetzt sind wir in einem 7er Spiel angelangt. Naja, 3-7er auf beiden Seiten. Was haben wir? Hartes dagegenüber. Tiger, Steyr und ein GW Panther. Ja. Zur Telekom. Die Telekom war heute hier. Der gleiche Techniker wie beim ersten Mal und der hatte genau das gleiche gesagt wie beim ersten Mal. Das heißt, diese wochenlange Prüfung von dieser schimmligen Telekom, die war völlig für den Arsch. Ja, völlig. Das lag 8 Wochen darum und jetzt habe ich dann danach mal angerufen und habe echt Rabatz gemacht und habe gesagt, was wollt ihr eigentlich, was will ich eigentlich? Ich glaube, wir passen so ein bisschen hinten auf den Hügel erstmal auf. Ja, und habe gesagt, ey, Kameraden, das geht überhaupt nicht, was ihr hier macht. Ihr habt 8 Wochen rumpimmeln und dann kommt die gleiche Scheiße raus und dann schickt ihr, es war auch kein Telekom-Techniker, sondern so ein Freelancer und dann schickt ihr mir wieder so einen der überhaupt gar keinen Bock hat. Der hat tatsächlich dann angegeben, er wäre nicht an den Anschluss rangekommen. Das stimmt ja gar nicht. Meine Frau war ja zu Hause, genau wie beim ersten Mal. Da fühlt sie dich schon verarscht, muss ich sagen. Von der Telekom fühlen wir uns verarscht. So, konzentrieren uns ein bisschen aufs Game. Wir sind jetzt im Panzerspielen hier. Wir geilen Typen. So, Cromwell obendrauf. Also, was machst du da?
Kommt er da nochmal rum? Komme ich da auf den OI drauf, oder? Ah, schade, der lässt sich da schon fallen. Sonst hätten wir da vielleicht einen Schuss setzen können. So, der Tiger P, unser Top-Tier-Panzer, traut dem Braten auch nicht. Sind drei Artis. Gibt den Chitoda da einen mit. Was ihr immer machen könnt, ist hier gut durchaimen. Aber auch bedenken, das ist keine sehr große Map. Ihr seht es unten rechts an der Minimap. Wenn ihr da durchaimt und da schießt, kann es passieren, dass ihr aufgeht und dann eben das Ziel werdet. Und da wir keine Lampe dabei haben, bewegen wir uns. So, der Chito ist weg. Und jetzt gucken wir mal, ob der Cromwell da oben mal schaut. Versucht immer vorauszuahnen, was der Gegner macht, tut, was er euch antun will. Er ist nicht unser Freund. Der Feind ist nicht der Freund. Das sind die Weisheiten, die ihr hier bei mir lernt. So, 3-0. Das ist wieder eins dieser Spiele, wo du möglicherweise einfach deiner WN8 hinterherfährst. So, ich schätze mal, dass der UI-Experimental da so schnell nicht rauskommt. Denn es ist nur ein UI, gell? Entschuldigung, ja. Also müssen wir uns hinterfragen, macht das so hier Sinn, hier stehen zu bleiben? Ihr seht, der T-34-85 seinerseits umfährt den Gegner. Der OI kriegt jetzt hier eine dicke, dicke Kelle von der Arti. Und jetzt kommt vielleicht so ein bisschen einer der Vorteile dieses Panzers. Er ist beweglich. Ja, wenn ihr jetzt im Prott gesessen hättet, wo ihr wahrscheinlich für den ersten Schuss noch nicht mal hingekommen wärt, wenn ihr jetzt im Prott gesessen hättet, dann wäre das Spiel jetzt gelaufen für euch. Guck mal, wie schön. Fahr bloß weiter. Ja, da konnten wir nochmal eine 217er Kelle verteilen. Und eigentlich ist das Spiel wieder rum. Aber ja, vielleicht bin ich zu vorsichtig mit dem Panzer jetzt gewesen. Ich meine, ich freue mich ja natürlich, dass wir Spiele gewinnen. Ich finde auch eine hohe Siegchance sagt auch etwas über einen Account aus, nicht nur eine hohe WN8-Zahl. So, guck dir das an. Wollte der mich treffen? Oder hat er auf was anderes gezielt? Der wollte mich treffen. Leck mich am Arsch. Es gibt Stimmen, die behaupten, die schwedischen TDs, auch die schwedischen Heavys wären OP. Von den Heavys sehe ich es nicht ganz so. Klar, sie haben, glaube ich, gerade die Emils einen harten Turm. Haben einen harten Turm. Aber, weiß nicht, also ich finde sie jetzt gut als Gegner. Ich habe sie nicht, auch stark, aber nicht OP. Und dann kommen so Spiele, wo ihr zwei Treffer machen könnt. Hätte ich mich hier aggressiver aufstellen müssen? Man weiß es nicht, gell? Und ich sag noch, ja, jetzt könnt ihr auch noch ein bisschen mitmischen, indem ihr hinterherfahrt. Pustekuchen. Ist eigentlich ganz gut. Guck mal, hier sitzen so die alten Stahlhelme drin mit der Ausrüstung und den alten Repetiergewehren. Bestimmt Vorderlader noch. Weil du brauchst die Knarre ja nicht. Du hast das 8-8er-Geschütz. Eine alte Pulverwaffe würde völlig ausreichen. Damit kannst du ein bisschen Formaldienst und Exerzieren üben. Ja. Okidoki. Drei Gefechte machen wir immer. Machen wir halt nur eins. Gut. Jetzt kommen wir auf die Minenkarte. Da ist immer ein bisschen dankbar, wenn du hier oben startest. Oder, ja, ich finde oben die TD-Position ein Tickel besser wie Süden, aber bei Süden streut sich's eher. Jetzt haben wir hier ein Begegnungsgefecht. Das heißt, wir müssen alle hier da, ihr seht, selber die Flagge einnehmen. Und wir fahren einfach erstmal hier hoch auf A4, auf die alte Noob-Position. Und gucken, was wir von da machen können. Ja, eigentlich schade, dass mit dem Anschluss, dass der nicht funktioniert. Ja, weil ich eigentlich lieber wieder mehr streamen möchte oder überhaupt mal streamen. So oft habe ich auch nicht gestreamt, aber es ist einfach easier. Hinsetzen, Stream anschalten, zocken. Mit Michi, dem Thanatos, der übrigens fließend Japanisch spricht.
falls ihr das noch nicht wusstet. Das ist ein ganz exorbitanter sprachlich sehr gebildeter Mensch. Und was soll ich noch zu ihm sagen? Komm da mal raus, Stuck. Nee, seht ihr, das ist halt oft so, dass der Gegner von Süden auf dieser Karte die ersten Schritte ins Cap rein tun kann und dann auch natürlich sicher vom Feuer hier steht. Das kannst du von der Seite, das reinstellen, so nicht. Du bist dann von Süden dann doch immer offen. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier so, wo wir hier so rankommen. Ich glaube an nichts. Na, guck mal, der Stuart ist... Da hoffe ich, dass ich durch den Busch nicht gesehen werde. Kommst du nochmal raus, Stuart, zum Gucken wenigstens? Du fährst hier durch, oder? Treffen wir auch nicht. Das sind die Spiele, wo du nicht triffst. Guck mal, der bleibt stehen. Aber trotzdem haben wir ihn nicht getroffen. Aber er hat uns jetzt anvisiert, das sehen wir. Der hat uns anvisiert. Da müssen wir uns verstecken. Auch der T-67 von da oben wird jetzt... Nein! Oh! Alter Falter. Das wäre jetzt noch schöner gewesen. Was der Hetzer da macht, weiß ich nicht. Aber das ist auch schon wieder so ein WN8-0-Spiel. Wenigstens stehen wir jetzt mal irgendwie in der Basis drin. Ich verlege jetzt mal. Da ist der 12-Tonner. Vermutlich bin ich aufgegangen. Müssen uns also wieder verstecken. Aber guck mal, da ist der. Komm noch mal her. Jawohl. Ah, der hat diese Kanone, diese... Böp, 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 böp. So. Jetzt kommt da ein Hetzer ums Eck. Da ist noch ein Stuart. Kommen wir an den auch ran? Ja, ich glaube schon. Ich hoffe, dass er uns noch nicht aufgemacht hat. Wenn nicht, das war das Letzte, was er getan hat. So. Kann man wenigstens noch dazu mal ein paar Kellen auszuteilen? Oh nein, ich schau wieder. So, jetzt hoffe ich, dass der Hetzer zurückfährt. Kann es mir aber fast nicht vorstellen. Doch. Jetzt komm, fahr zurück. So. Jetzt haben die noch einen Covenanter in der Basis. Jetzt, Alter, bin ich betrunken oder was? Covenanter in der Basis, das seht ihr. Zwei Artis, ein TD. TD wissen wir nicht, wo er ist. Ist, glaube ich, auch noch nicht aufgegangen. Nein. Und der Medium auch nicht. Da haben wir jetzt durchgekappt, wie mir scheint. Ja, dritte Klasse, 567 Schaden, 3 Kills und ich bin tatsächlich Erster. Wie witzig ist das eigentlich? Ich weiß nicht warum. Weil großartig habe ich nicht viel gemacht. 3 Fahrzeuge, 4 beschossen, 3 getroffen. Was hat das für eine WN8 gegeben? Naja, 1350 im dritten, 858 im zweiten und 2700 im ersten. Damit kann ich leben mit 1632. Damit kann ich tatsächlich leben. Womit ich nicht leben kann, ist irgendwie, sind die Ergebnisse der letzten Tage. Ich weiß nicht, wie es jetzt heute weitergeht, wenn ich heute noch ein bisschen spiele. Ja, das war mein TD. Theoretisch sind wir nächste Woche mit den Artis dran. Nee, beim nächsten... drei Feierabendgefechte oder wie auch immer wir das dann nennen. Das heißt, ihr könnt euch wünschen, ob ich meine SU-14 spiele, meine Bischof oder meine Sexton. Tier 3, Tier 5, Tier 7. Ihr habt die Wahl, Freunde. Sagt es mir einfach, wir spielen nächste Mal eine Runde Arti. Ja, das machen wir dann nicht jeden Durchlauf, weil irgendwann wird es dann auch langweilig, weil ich spiele halt eine Arti, damit ich überhaupt eine Arti spiele. Aber zu den Artis das nächste Mal mehr. Zu meiner Telekom-Leitung vielleicht dann auch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss, euer Lieblingsmensch.